Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und heute werden wir einen Menschen befreien, der da drin ist. Oh, hätte ja funktionieren können. So, hier war ja nicht. Nee, okay, die heißen alle so. Naja. Holen wir uns auch mal das Stuff. Gut, und dann befreien wir sie mal. Hallo, Madame. Ich glaube mir erstmal dein Essen, bevor du es nimmst, wenn ich dich befreie. Das finde ich echt uncool. Ein SWAT-Helm. Ist klar. Alter, ich bin schon richtig gut ausgerüstet. Oh, Ersatzteile. Oh, ist das nett. Wie viele waren das denn? Ja, einer, gut. Besser als keiner. Aha, ich wusste, dass hier noch was versteckt. Wow. Ich bin gleich wieder da, ja? Lauf nicht weg. stimmt, das Holz kann ich hier nicht liegen lassen, ne? So. Die Pumpgun, noch ein Motor. Wäre geiler gewesen, wenn wir auch die Motoren irgendwie. Oh, 100%. Irgendwie zu Eisen verarbeiten könnten. Das wäre geil. So, alles, was wichtig sein könnte, auf jeden Fall hier rein. Ich bin ein bisschen durstig und ein bisschen hungrig. Weißt du was? Dann gönne ich mir mal. So. Aber viel zu trinken haben wir auch nicht mehr, ne? Okay. Das war's, alle. So, so und so. Hi! Rachel has been rescued. Will you take her to camp and join your crew? Nur so. Gun Train, Sniper, Close Combat Train. Ja, wieso nicht? Geile Sache. Und jetzt eine Truller, die mich heilen kann. Ach, hier wäre der Weg gewesen. Ah. Frag mich, ob ich so ein Hühnchen überfahren kann. Dann folgen wir weiter der Straße. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schon mal gemacht haben. Hier waren wir auch schon mal, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir hier schon alles auseinandergenommen haben. So. Ja, hier hat er nur Holzschränke. Eine Werkbank. Gib mir den Stoff. Sehr schön. Die können weg. Ja, ich habe jetzt 8, das dürfte auch reichen. Zwölf Liter. Puh. Ach, ist das schön angenehm mit den Autos. Was haben wir denn hier? Wir bleiben mal hier auf der Straße mit unserem Auto.
Es sieht aber schon gefährlich aus hier, ne? Könnte böse enden. Also wenn ich irgendwas sehe, laufe ich und schreie ich weg. Was? Schreie ich und laufe ich weg. Oh, geil. Richtig guter Stuff. Oh Gott. Hier sind auch nochmal. Ich brauche jeden Centiliter. Alles. Ich weiß nicht, wie lange ich hier überleben muss. Und ob ich das Zeug vielleicht noch brauche. Oh, noch mehr von dem. Okay, scheint keiner zu Hause zu sein. Hier ist noch eine zweite Straße. Ist vielleicht doch größer, als ich dachte. Habe ich auch was gehört? Leer. Bandagen. Kann ich die kaputt machen? Bringt es mir Stoff oder so? Bretter! Na gut. Aber auch Altmetall. Oder lag das da schon vorher? Ich glaube, das lag da schon vorher. Okay, wir sind mal wieder durstig. Shit. Ich habe alles gefunden, aber keine Cola oder so, ne? Das ist bitter. Aber ich fürchte, wir werden da fündig. Und wenn da wirklich eine Riesenanzahl an Zombies ist, dann fahre ich da vielleicht doch nochmal nach Hause. Also, die Map ist doch größer, als ich dachte. Ich bin nur in die falsche Richtung gelaufen. Ich glaube, da hinten ist nämlich ein Tal. Und da öffnet sich die Welt. Ja, Baby. Mir war so, als hätte ich was gehört. Ich muss sagen, mit einem Auto kommt man wesentlich besser voran bei diesem Spiel. Nee, da ist nur eine Mauer, okay. Da ist noch ein Auto, da könnte noch was zu trinken drin sein. Halt, ich habe ja die Blueberries. Und rein theoretisch könnte ich auch so ein Früchtezeug trinken. Geht doch. Noch ein paar Liters für mich. Und ein Stein. Ja, danke dafür. Okay. Können wir weiterfahren? Ich bin begeistert, ey. Oh. Plötzlich tut sich die Sonne auf bei mir. Halt, ich habe das Gebäude gar nicht untersucht, ne? Könnte interessant werden. Nur für den Fall der Fälle. Ne, ihr wisst Bescheid, ich bin ein Idiot. Und Idioten sterben gerne. So, noch irgendwas Wichtiges? Nö, ne. Gehen wir rein. Oder besser gesagt, erstmal außen rum. Erstmal außen rum gucken.
Das Woodscape kann eigentlich weg. So. Ich höre, wie Reggie die Playstation anmacht und in den Chill-Modus wandert. Ist ja schon mittlerweile tiefster Sonntag. Oh, cool. Ich finde es gut, dass die Map doch größer ist, als ich dachte. Ich dachte wirklich, da ist dann noch wirklich dieses kleine Areal. Aber, wie man sieht, man kann sich auch täuschen. Wie sieht es aus mit den Rädern? Ja, die verbrauchen sich irgendwann. Naja. Ernsthaft? Das finde ich jetzt ein bisschen albern. Dafür bin ich zurückgekommen. Kam irgendwie nicht mehr weiter voran. Okay, fahren wir diesen Weg hoch. Das sieht aus, als würde da nämlich eine fette Villa stehen. Ach ja, das riecht schon nach Zombies. War wohl so wert. Insofern es nur einer ist, Leben habe ich auch noch genug. Den habe ich aus dem Bild geschossen, ey. Was hast du da gesucht? Der Kleine wollte die Munition haben. Not bad. Okay, den Hammer habe ich noch gesehen. Ja, gehen wir kurz zurück. Ja, ich denke mal, nach dem Haus können wir eigentlich zurückfahren, ne? Wie spät ist das jetzt? 14 Uhr erst. Kannst du nicht stacken. Aber ich bin froh, dass ich erstmal so einen Pfeil habe. So. Wie das. Das passt da nicht mehr hin, ne? Ach ja, aber ja, Nummer 8. Scheiß auf Holz. Hallo, Lu. Ach je, ja, komm, tschüss, Feder. Tut mir immer weh, irgendwas wegzuschmeißen zu müssen. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht das nicht anders. Ich würde glatt behaupten, wir haben ausgesorgt. Komm, trinken wir noch mal was. Nägel nehmen wir mal mit. Streichhölzer und Zucker brauchen wir jetzt nicht wirklich. Okay, es passt wirklich nichts mehr rein. Weißt du was, wir fahren einfach jetzt mal in die Landschaft und suchen uns einfach ein neues Haus. Wir müssen ja nirgendwo halten oder so. Wir haben ein riesiges Inventar, wir können also jederzeit wieder. Das gefällt mir gar nicht. Wir fahren hier außen rum. Wir können jederzeit zurückfahren und unsere Sachen holen. Ich fahre hier mal querfeld ein und dann gucken wir mal. Und das. Das ist die Hütte, die wir kennen, oder? Hier ist eine neue.
Das sieht hier aber schon schick aus. Ich höre bereits, hier sind Zombies drinne. Nicht gerade wenige. Okay. Lass mich nur mal kurz hier reingucken. Wie gesagt, ich wollte nur kurz reingucken. Ich komme nämlich wieder. Weil die Zombies müssen ja auch sterben, ne? Erstmal muss ich ein Heim finden, wo ich irgendwie meine Sachen mal unterbringen kann. Weil ich will nicht jedes Mal so lange so weit fahren, um irgendwie an geilen Loot dran zu kommen. Anscheinend müssen wir das auch gar nicht. Wo sind die? Oder ist das schon wieder ein neuer Ort? Ich weiß es nicht. Könnte auch schon wieder neu sein alles. Ich hoffe, dass wir da bei diesem Autofriedhof was finden. Oh shit. Okay, jetzt wissen wir, was passiert oder wie man seine Sachen kaputt macht, indem man gegen Bäume fährt. Nichts. Ein Motor. Reifen. So eine Scheiße, ey. Komm, ich brauch Glück. Au, 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 au. Mist. Mist, 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 hoch. Was hat das jetzt zu bedeuten? Es hat mich so angefunkelt gerade. Offensichtlich hat es nichts zu bedeuten. Ja, wir sind offiziell am Arsch. Es sei denn, wir finden in diesem Auto irgendwas Tolles. Kacke. Mitten im Nirgendwo. Ist das bitter? Ausgerechnete Anlasser. Wäre der Motor kaputt gegangen, wäre mir das scheißegal. Aber der Anlasser? Okay, verzweifelte Maßnahmen erfordern. Was? Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. So ist das. Richtig rum. Ich habe da hinten eine Hütte gesehen. Da gehen wir jetzt hin und wir hoffen, dass wir da einziehen können. Ich meine, zur Not mache ich alles von vorne und wenn ich Bock habe, hole ich die wichtigsten Sachen mal von da drüben. Aber ehrlich gesagt hätte ich gerne ein richtiges Haus. Eins, worauf ich stolz sein kann. Sieht alles ziemlich frisch aus hier, ne? Okay, jetzt kann ich das nicht mehr tragen.
Okay, wir laufen einfach ein bisschen zu Fuß rum. Ich weiß ja, wo ich mein Auto finde, direkt an der Straße. Guck mal, da hinten ist noch ein Haus. Komm, bitte sei ein riesiges Haus, wo ich wohnen kann. Ah, bitte, bitte, bitte. Sieht schon so heile aus, ne? Building, check mark person who has permission to enter this shelter. Oh. Okay, jetzt hat sie Zweifachberechtigung. Holy shit! Ah, ist das cool! Oh, ist das cool! So viel Platz! Keller haben wir nicht, gut, ist jetzt nicht schlimm. Verschiedene Zimmer. Wann das? Ach so. Da kann ich schlafen. Ich hab hier sogar ein verdammtes Bett. Ah, Rachel stirbt mir nur nicht weg. Dann bin ich glücklich. Ja gut. Haben wir schon mal ein Haus hier. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Glück, um unser Auto zu holen. Wir sind auch hier an einer Straße, ne? Und ich glaube, dass ich da hinten Wasser gesehen habe. Frage ist, ist das jetzt meine Straße, wo ich schon war, oder ist das eine neue? Kommt alles so neu vor. Vielleicht bin ich hier auch dran vorbeigefahren. Allen sind die Windmühlenviecher, also vielleicht bin ich gar nicht so weit weg von zu Hause. Es wäre schön, wenn ich mein Auto reparieren könnte. Aber gut, wir haben es jetzt, ja, knapp 16 Uhr. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns hier ein bisschen häuslich einzurichten, die Lebensmittel reinzuräumen. Und dann schauen wir mal. Ich finde es gut, dass wir eine halbe Küche haben. Wir haben eine Garage, wo wir Sachen unterbringen können. Werkbank und so ein Kram. Schneller, schneller, Zero. Ich will nach Hause. Guck mal, und da läuft sie. Unser neuestes Mitglied. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also jetzt nicht vom Menschlichen gesehen, dass sie gut aussieht, sondern dass die Texturen gut aussehen bei diesem Spiel. Kann ich denn machen? Interact? Yes. Ich drück doch eins! Okay, vielleicht kann sie noch nicht reden. Ah, ich kann ihr eine Waffe geben. Sie hat ein Inventar. Gut zu wissen. Die ist ja eine Sniperin, ne? Weiß nicht, soll ich ihr Pistole geben? Könnt ihr eine Rifle geben? Aber ich weiß nicht, ob du ohne Munition schießen kannst. Nein, verdammt. Ich habe hier doch die Waffe. Oh, die Säge kannst du nicht in die Hand nehmen, ne? Rachel, warte. Sie hat kaum Leben. Okay, dann nimm die Waffe. Melee-Wapen. Ja, ich könnte dir die Axt geben, ne? Wenn rein theoretisch kann ich sie ja jederzeit wieder abnehmen.
Du machst das schon, Mädel. Du machst das schon. Ich finde es ein bisschen kacke, dass die Treppe hier ist, aber damit kann ich leben. Ja, jetzt kann ich natürlich ohne Axt nichts machen. Vielleicht keine so gute Idee. So, Lebensmittel. Naja, also, was ich nicht machen kann, ist auf jeden Fall die Schränke hier holen. Die muss ich neu bauen. Dann mache ich die da halt kaputt und baue die hier neu auf. Ich meine, guckt euch an, was ich für Sachen habe. Schränke ohne Ende. Endlich Ordnung. Endlich Ordnung. Bisschen blöd, dass ich nur eine halbe Küche habe, aber vielleicht kann man später noch ein bisschen was machen. Das ist alles leer. Ach so, guck mal hier. Da ist ein Messer. Ich wollte gerade sagen, dass alles leer ist, ist ein bisschen blöd, aber ist es ja nicht. Guck, da ist eine Cola drin. Ist noch eine Wasserflasche drin. Die ist sogar noch voll, oder? Respekt an dich, Wasserflasche, dass du noch voll bist. Kann ich gebrauchen. Zucker. Ach, guck mal, da ist noch ein Hammer und Essen. Ja, ich würde sagen, Freunde, für Sump mein neues Haus. So, Rachel, geh rein. Dann mach ich die Tür zu. Müssen wir uns halt hier in der Umgebung noch umsehen. Was es hier alles noch gibt für uns. Gut, Rachel, kommst du mit? Hilfe! Oh Gott, nein. Mein Bett hält mich gefangen. Weil rein theoretisch, wenn ich hier jetzt schlafe, können mich Zombies nicht sehen, ne? Nö. Ah, so, erstmal schön 12 Stunden schlafen. Oh, guck mal, wie fix das geht im Bett. Ah. So, Rachel, geht's dir noch gut? Dir geht's gut. Wie sieht's aus mit deinem Status? Leben ist immer noch ziemlich gering, ne? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Dann schauen wir uns hier in der Nähe um und hoffen, dass wir für unser Auto ein Ersatzteil bekommen, dass wir unser Auto herbringen können. Und vielleicht benutzen wir auch die Garage dafür, ich weiß es nicht. Mal gucken. Oder wir stellen es hier hin. Kann ich dich eigentlich kaputt machen? Na gut, ich habe jetzt keine Sachen. Haut rein, ciao!